Du bist im Flugzeug und willst nur die Aussicht genießen und dann kommt dein Stalker wieder an das Fenster. Hey, ich will dich heiraten. Mach das Fenster zu. Jeden Tag habe ich das Problem. Immer. Wow, 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 wow. Und damit willkommen. Wir schauen uns mal wieder DIY an. Also ein weiteres Format, wo ich mir einfach nur dumme Lifehacks anschauen kann, weil ich das so genieße. Deswegen, falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann freue ich mich über jeden Kommentar. Du hast Angst, dass dein Autospiegel immer geklaut wird oder dreckig wird, tu eine Plastiktüte rauf und sie wird niemals mehr dreckig. Zement-Hacks. Du brauchst einfach ein bisschen Zement mit ein bisschen Schnur da rein. Dann brauchst du noch 3 Cola-Flaschen und die mauerst du einfach ein. Jetzt musst du es wahrscheinlich nur noch anmalen und dann kommt da Wasser rein, oder? Oh, wer hätte das gedacht? Noch mehr Badelatschen. Du hast diese Pop-Dinger, die jeder kennt anscheinend. Dann mach dir daraus einfach selbst Badelatschen. Und schon kannst du der Coolste am ganzen Badestrand sein. Ihr wisst eure Schuhgröße nicht, aber ihr seid in Frankreich und habt immer euer Baguette dabei. Dann benutzt euer Baguette und schneidet einfach ein perfektes Loch rein. Hm, lecker, gutes Brot. Aber das muss ich natürlich jetzt noch aushöhlen, weil ich will ja meine neuen Brottoffeln haben. Du bist in einem Meeting, aber du hast keine Lust, dir was anzuziehen. Wir haben den Ständer für dich. Das schaut aus, als ob du was anhast, solange du perfekt da bist. Endlich nie wieder so ausschauen, als ob du nicht angezogen bist. Du hast keinen Schraubenschlüssel, aber du musst eine Schraube lockern. Keine Sorge mit diesem Gerät. Aha. Du musst nur 10 Jahre erstmal reinschrauben, bis es perfekt passt. Und schon kannst du es aufmachen. Oder du holst dir eine Zange. Kennst du das? Du bist ein Vampir, trinkst Blut und dein Mate einfach nur Wasser. Und schon könnt ihr euch küssen. Ha, kein Problem, aber dann bist du mit jemandem zusammen, der Knoblauchsuppe isst. Und schon kannst du ihn nicht mehr küssen. Du hast eine PlayStation 5, aber sie ist dir nicht schön genug. Dekoriere sie, so wie sie dein Freund am liebsten mögen würde. Und die wird wahrscheinlich überhaupt nicht heiß laufen. Du brauchst einen Luftballon und einen Flaschendeckel. Und schon kannst du da ganz viele Sachen reintun. Das füllst du dann noch mit Wasser und ab in die Tiefkühltruhe. Und schon hast du Eisbälle mit Blumen drin. Wofür? Das wissen wir auch nicht. Aber mach's auf jeden Fall nach. Du magst deine Fingernägel nicht mehr so? Schneid sie ab und dann tu da Zahnbürstenbürsten drauf. Und was auch immer das ist, ich verstehe immer noch nicht, was das ist. Und schon hast du Zahnbürstenfingernägel. Du hast eine zerfledderte Hose? Dann schneid den Teil ab. Dann brauchst du noch eine Münze. Mal dir einfach da Kreise hin. Und dann schneid die ab. Und dann kannst du das einfach zerfleddern. Jetzt habe ich statt einer zerfledderten Hose eine zerfledderte Hose. Du brauchst eine Bohrmaschine und einen Luftballon und dann Zucker oder was auch immer das ist und schon bekommst du Zuckerwatte. Ich hoffe, das wird dich nicht treffen und viel Spaß beim Saubermachen. Du hast einen leeren Eierkarton, schneid den Deckel einfach ab, um dann natürlich Zement reinzutun. Dann brauchst du den unteren Teil und das steckst du da rein. Dann schleifst du das natürlich noch, machst das alles schön und schon hast du einen Eierkarton, der ewig hält. Du hast einen Mülleimer, aber der hat Löcher. Kleb sie zu und dann Zement rein oder hol dir einfach einen ohne Löcher und dann füll den Mülleimer richtig aus. Tu da noch was auch immer, Styropor einfach unten hin. Und dann mach noch ganz viele Schritte, die wir hier nicht erklären, weil es viel zu viel ist. Und schon hast du für deinen Garten einen Ofen. Du brauchst Wasser und Alginatpulver, was auch immer das ist. Und das rührst du um und steckst dann einen Fuß rein und zwar perfekt halten, bis es fest ist. Und das füllst du dann mit flüssigem Wachs und schon hast du eine selbstgemachte Kerze in Form deines Fußes. Du bekommst eine Orange nicht auf. Warte, werf sie zu. Ich habe hier meine Fingernägel. Und schon sind sie perfekt geschnitten. Genau so funktioniert das mit Fingernägeln. Du brauchst ein paar Wachsmalstifte und die tust du in dein Waffeleisen. Lass sie schmelzen. Und lass natürlich, ja, alles rauslaufen. Und beweg dein Waffeleisen derweil, um ein wunderschönes Muster zu haben auf deinem Tisch. Und schon kannst du etwas an die Wand hängen. Wow, Kunst, die keiner versteht. Und wahrscheinlich bekommst du das Waffeleisen nie wieder auf. Hol dir ein paar Haribo-Frösche und dann brauchst du dieses Pop-Zeug. Ich weiß es nicht. Und da haust du einfach die Haribo-Frösche, die du geschmolzen hast, rein. Und schon hast du das Pop-Zeug als Haribo. Hm, lecker. Du liebst Halloween, dann brauchst du nur ein bisschen Glasichtfolie und Klebeband. Kleb dir deine Sachen zu und dann schneid sie wieder auf. Und das machst du so lange, bis du einen ganzen Körper hast. Wie auch immer du das beim Kopf gemacht hast. Das will ich gar nicht wissen. Ah, ein Geist.
finde ich legit irgendwie cool. Deine Badelatschen hinterlassen immer Abdrücke, weil du sie so hart anziehst. Benutz einfach die Enden von Luftballons und binde sie rum, bis es vollkommen überdeckt ist. Und schon hilft das. Du hast ein riesen Weinglas. Spüle es die Toilette runter. Ich hoffe nicht. Tu es in die Toilette und drück es runter. Und dann sprüh da ganz viele Farben rein. Je nachdem, welche Farbe du das Glas haben willst. Und dann einmal ein bisschen abspülen mit Wasser und rausziehen. Oh, wunderschön. Lerne Lifehacks jeden Tag oder auch nicht, wenn du nicht sterben willst. Denn die Lifehacks, die wir hier gerade zeigen, solltest du niemals nachmachen mit deinen Kabeln, wenn du nicht genau weißt, was du tust. Außer du magst es, elektrisierend zu sein. Halt, stopp, kein Essen hier. Soll ich nur tun? Ich habe ja eine Strumpfhose, also klebe ich alles Skittles einfach daran mit doppelseitigem Klebeband. Und schon kannst du ins Kino mit was zu essen. Erstmal abnehmen und was mit dem Klebeband? Ist egal. Du musst auf Klo und du willst mal dein Toilettenpapier nutzen. Oh nein, es funktioniert nicht so, deswegen spüle es mit Wasser ab. Dankeschön. Lerne Lifehacks jeden Tag, werde ich. Sie will den Stuhl besser machen, das heißt upcyclen, okay. Ach, dafür musst du ihn natürlich erstmal komplett kaputt machen und dann mit Baustoff umrahmen. Den malst du dann noch an und schon hast du einen Stuhl, der ausschaut, als ob der schon mal gelebt hätte. Du brauchst nur eine leere Energy-Dose, am besten von Monster. Und da musst du dann die Form des Logos einfach durchstechen. Und wenn du das komplett gemacht hast, tust du da einfach ein paar Lichter rein. Und schon hast du eine Monsterflasche, die leuchtet. Wow. Oh mein Gott. Ah, meine Hose ist kaputt. Schneidet sie einfach in der Öffentlichkeit komplett kaputt. Dann zieht sie andersrum einfach an. Dann musst du noch dein Oberteil ein bisschen kaputt schneiden. Und schon hast du ganz neue Klamotten. Und ein kaputtes Oberteil anstatt nur eine Hose. Du hast einen Herzluftballon und ganz viele Marshmallows. Tu die Marshmallows einfach in den Luftballon in Herzform rein. Und schon hast du was zum Drücken unterm Tisch, wenn deine Freundin wieder mit dir streite. Du hast noch eine Babygurke, die gerade wächst. Schneid sie einfach in die Hälfte und dann hau da Sachen ran. Egal welche Form, Hauptsache du machst es fest genug. Und wenn die Gurken dann voll gewachsen sind, hast du Gurken in der Form von Figuren. Du hast Hunger auf eine Pizza, aber alles, was du da hast, ist eine Scheibe von einer Wassermelone und den Belag für die Pizza. Dann hau das einfach alles darauf und dann back es. Und schon hast du eine Wassermelonenpizza. Oh, schaut die nicht lecker aus? Du bist ein lebender Chip. Ah, Hilfe! Aber er kriegt dich nicht, weil sie nicht weiß, wie man richtig zugreift. Versteck dich einfach. Mhm. Danke, falls irgendwann mal eine riesen Hand auf mich zukommt. Deine Pizza ist immer schwarz wie Kohle. Schleife einfach den Boden ab. Und schon kannst du sie wieder essen, bis auf dass der halbe Belag oben dann fehlt. Du hast einen Kühlschrank, aber du bekommst sie nicht bewegt. Ah, tu einfach Bananenschatten unter den Kühlschrank, weil du kannst ihn ja easy heben. Und schon kannst du ihn überall hinschieben und die lässt du natürlich da. Du hast eine Hose, zerreiß einfach die Hintertasche und nähe da so ein Popgedöns an. Und dann kannst du immer mit deiner Hinterseite spielen. Du wolltest immer schon dickere Lippen haben. Benutze einfach ganz viel Wachs oder was auch immer das ist. Und dann ein ganz dünnes Stück Papier, Taschentuchpapier am besten und mal es an. Und schon schaut es aus, als ob du übergroße Lippen hast. Du willst zum Friseur, aber hast nicht das Geld. Sag einfach die Länge und dann hack es ab mit dem Beil. Und schon schaut es perfekt aus. Ach ja, perfekt, danke. Du hast so einen Erdblock, mach ihn nass und lass ihn wachsen. Und dann steck da einfach Blumen rein und dann hast du einen Waschbeckengarten. Du hast 400.000 Teebeutel zu Hause und weißt nicht, was du damit machen sollst. Tacker sie alle zusammen, als ob es keinen Morgen geben würde. Bis du das fertig hast, gibt es auch keinen Morgen mehr. Und schon hast du als Beispiel ein neues Oberteil. Salzstangen in Schokolade gedippt. Auch wenn es nach was ganz anderem aussieht. Wolltest du nicht immer schon so cool sein und denken, dass du raust? Du hast ein Stück Schokolade. Zieh einfach das raus. Zieh es aus. Ah. Oh mein Gott. Sie hat mich ausgezogen. Ah. Okay, ich gehe wieder. Das sind Lifehacks unter Learning Tips. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich nicht.
Du wusstest nie, wie du deine Toblerone richtig isst und sie ist einfach an deine ganze Hand geschmiert. Und Gott, dann spul zurück und mach nur deinen Finger dreckig und auf einmal schmilzt sie nicht mehr, weil du sie in der Sonne liegen hast. Dein Fahrrad tut dir immer so an deinen Füßen weh, weil deine Sohlen von den Schuhen schon so kaputt sind. Dann klebt dir einfach an die Pedale ein bisschen Teppich ran und schon spürst du die Pedale nicht mehr richtig. Und es tut nie wieder weh. Dein Toilettensitz ist immer so kalt. Tu einfach einen Teppich ran. Ich will gar nicht sagen, was ich da in der Mitte sehe. Aber vielleicht solltest du wissen, wie man auf Klo geht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr jetzt noch mehr davon sehen wollt, das links im Video, rechts geht zu meinem Zweitkanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.